Hallo, hier ist Andreas von bonasideas.de und ich zeige euch mal hier das neue Vinyl-Plugin von iZotope. iZotope hat 15-jähriges Bestehen und hat daher dieses Plugin neu aufgelegt. Und es gibt es jetzt auch in 64-Bit und in VST3-Format. So, ich bin jetzt hier in WaveLab 8.5 von der Firma Steinberg. Das ist mein favorisierter Audio-Editor. Und wir sind jetzt hier im Musikstück geladen. Und um jetzt mal die Möglichkeiten von iZotope's Vinyl anzuzeigen, füge ich hier mal ein wenig Stille ein. Dazu gehe ich hier auf Bearbeiten. Dann sagen wir Stille erweitert und gebe hier eine Minute ein. Anwenden, schließen. So. Okay, dann kann ich das jetzt hier mal starten. Und dann hier aufdrehen. Das mechanische Geräusch. Wir ist nur dann hörbar, wenn auch ein Audiosignal anliegt. Hier ist das wunderbare Brummen, was entsteht, wenn wir nicht richtig geerdet haben. Okay, das kennen wir alle. Und das sind die Kratzer und hier haben wir nur noch Staub, aber das funktioniert auch nur mit einem anliegenden Audiosignal. So, gemütlich, nicht wahr? Wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten hier. Wir können also diese Stärken von Rauschen und von dem Knacken hier können wir einstellen. Und ja, okay, gehen wir jetzt mal aufs Audiosignal. Okay, hört sich nicht so besonders toll an. So, ich nehme jetzt mal die Störsachen wieder raus. Der Schalter, der Regler ist auch interessant. Hier kann ich die Platte eiern lassen. Mit Sicherheit auch eine gute Idee, wenn man einen Anschluss braucht. Hier haben wir eine Mono-Stereo-Funktion. Und hier können wir in den verschiedenen Jahren, in denen die Schallplatte existiert, zurückgehen. 1920, hier können wir dann auch auf 78 RPM umschalten, haben 45 und 33. Und gehen wir auf 2000. Und hier haben wir verschiedene Models. Okay, das iZotope Vinyl Plugin gibt es gratis bei iZotope und das könnt ihr dann downloaden. Den Download-Link findet ihr hier auf in dem Artikel. Okay, alles Gute, Grüße, Andreas.